Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebinged. Mittlerweile die Nummer 14 hier auf Movie Break. Und natürlich wieder an meiner Seite der größte Serienfan aller Zeiten. Hallo Stu. Hallo Thomas. Hallo verehrte Zuschauer. Zuhörer. Okay. Wir haben so ein bisschen drüber nachgedacht, mal was zu verändern. Boah, Veränderung. Weil wir haben sonst immer über 5 oder 6 Serien in einen Abgebinged gesprochen. Heute reden wir mal nur über 2 Serien. Völlige Revolution. Wobei man auch sagen muss, das liegt auch daran, weil wir beide ausnahmsweise diese Serien auch geguckt haben. Genau, das ist quasi das Novum. Und keine Sorge, wir gucken aktuell auch ganz, ganz viele weitere Serien. Und ich glaube, am Ende machen wir auch einen kleinen Spoiler, um mal zu gucken, was da so alles kommen wird. Also da kommt genug Nachschub. Genau, aber die beiden Serien haben wir fast parallel geguckt, die eine zumindest, die andere so ein bisschen zeitversetzt, aber wir haben sie beide geschaut. Dabei geht es einmal um eine Netflix-Serie und einmal eine Sky-Serie, und wenn ihr die alten Abgebinged-Folgen bereits gehört habt, werdet ihr wissen, dass wir höchstwahrscheinlich über Sky herziehen werden, und Sky hat es auch verdient. genau, aber wir fangen mal erstmal mit der Netflix-Serie, und da mal die Frage an dich, Stu, was haben wir denn geguckt auf Netflix? Wir haben auf Netflix geguckt, Living with Yourself. Und die ist bei Netflix seit dem 18. Oktober verfügbar. Es gibt bislang halt eine Staffel, die besteht aus 8 Folgen und pro Folge dauert das Ganze so 25 bis 27 Minuten. Also eine relativ kurze Angelegenheit. Genau. Worum geht's denn? Es geht um ein Werbemenschen, ich glaube Grafiker ist er, Miles Elliott, der sehr unzufrieden ist mit seinem Leben und dann von einem Kollegen gesagt bekommt, hey, es gibt da so einen Massagesalon, so einen Spa, der ist halt ultra teuer, ich glaube, der muss irgendwie 50.000 US-Dollar berappen, aber dafür bist du da wirklich ein vollkommen neuer Mensch und richtig gut drauf, wenn du da rauskommst. Und natürlich hadert Miles so ein bisschen, aber er macht's dann doch, und ja, er wacht dann nach dieser Massage bedeckt mit einer Plastikfolie unter der Erde, kann sich befreien, geht nach Hause und stellt fest, dass seine Frau mit einem anderen Mann gerade zugange ist, und muss dann aber auch noch feststellen, das ist nicht irgendein Mann, das ist nämlich er selbst. Und es kommt heraus, dass dieser Massagesalon ihn geklont hat, und sein Klon hat all die negativen Eigenschaften eben nicht mehr. Und jetzt müssen sich halt eben Miles und der Klon irgendwie arrangieren, denn der echte Miles, den wir, glaube ich, ab jetzt einfach nur Miles 1 nennen, sollte eigentlich halt umgebracht werden, was halt nicht so ganz funktioniert hat. Das ist im Groben und Ganzen die Geschichte von Living with Yourself. Ja. Weißt du denn, wer das gedreht hat, beziehungsweise wer da hinter der Serie steht? Also, neben Paul Rudd als Star war die Serie für mich vor allem interessant, weil alle Folgen inszeniert worden sind von Jonathan Dayton und Valerie Faris. Das ist ein ja durchaus schon bekanntes Regieduo. Die haben unter anderem Battle of the Sexes und Little Miss Sunshine gedreht. Also sind relativ routiniert dabei, wenn es um locker, flockige, leichte, aber durchaus auch ein bisschen tiefsinnige Unterhaltung geht. Und in genau diese Ecke versucht sich jetzt auch Living With Yourself zu stellen. Und der Creator ist ein gewisser Timothy Greenberg, von dem ich aber zuvor noch nie was gehört habe. Genau, also das ging mir tatsächlich ähnlich, also dass ich von dem noch nichts gehört habe. Mhm. Bin aber so ein bisschen anders zu der Serie gekommen wie du. Ich habe dann das auf Netflix gesehen in der Vorschau, und das klang für mich sehr interessant, allein von dem philosophischen Ansatz, wo ich gleich noch zukommen werde, weil das nicht ganz zu Ende gedacht war, wie ich finde zumindest. Mhm. Hab dann die Beschreibung gesehen, hab's auf meine Serienliste gepackt, wie so viele Serien, und hatte dann den Trailer dann gesehen, als es dann irgendwann jetzt auf Netflix kam zum 18. Oktober, und war dann doch überzeugt und dachte mir so, okay, cool, vielleicht machst du dir deine Priorität ein bisschen höher. Also zum einen, weil ich Paul Rudd sehr schätze, ich mag ihn irgendwie. Er ist jetzt nicht der grandioseste Schauspieler der Welt, aber er hat was sehr Charmantes an sich. Irgendwie. Er ist ein Sympathieträger, ja, das stimmt. Genau, ein total Sympathieträger. Und deswegen dachte ich, okay, guck mal rein und guck's mal, wie sie diesen philosophischen Kerngedanken des Ich, also des Ich-Seins tatsächlich, weitergedacht haben. Und ich muss gleich zu Beginn sagen, da wurde ich enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging.
Also ich wurde auch letztlich enttäuscht, aber ich hatte von der Serie halt vorher gehört, aber es ist halt so mit Netflix, da kommt halt irgendwie jeden Tag 3 neue Sachen raus. Manchmal mit Stars, manchmal ohne. Und ich glaube, du hast mich dann aufmerksam darauf gemacht, dass diese Paul Rudd-Serie jetzt irgendwie erscheint. Also ich glaube, am Starttag. Und dann habe ich es mir auch in die Liste getan, habe dann aber mit der Sichtung erstmal lange gewartet. Und ich glaube, wir haben sogar fast zeitgleich angefangen, ne? Was ja durchaus auch selten ist bei uns beiden. Ja. Und ich fand es halt von der Idee her super. Wirklich super. Ich kann nur so viel sagen jetzt, nachdem ich es gesehen habe. Die Idee könnte halt von so jemandem kommen wie Charlie Kaufman, also dem Drehbuchautor von Vergissmeinnicht. Ja, oder Adaptation oder Being John Malkovich. Ja, würde ich sogar sagen, ja. Also ja. Wäre ich auch dafür. Ja. Aber man merkt dann ganz schnell, okay, die Idee könnte von Charlie Kaufman kommen, die Umsetzung kommt nicht von ihm. Denn dafür ist die zu flach. Teilweise echt inspirationslos. Und ich hatte immer das Gefühl, die Serie konnte sich nie so richtig entscheiden, will ich jetzt wirklich richtig komisch sein? Weil es hätte ja Potenzial gehabt für eine richtig schöne Comedy einfach, wenn da zwei Männer versuchen, da irgendwie zurechtzukommen, ja, obwohl sie eigentlich dieselbe Person sind. Oder möchte ich was Tiefgründiges machen? Genau. Und das ist so eine Art Twitterwesen jetzt geworden. Und nichts macht er richtig falsch, aber er macht auch nichts so richtig gut. Und mehr noch, also nachher entspinnt sich ja auch so ein mehr und mehr dieses Beziehungsdrama, auch so eine Dreiecksbeziehung, die dann später dann da stattfindet. Also es wechselt immer so die Genres und Ansätze und was er tatsächlich oder was die Serie an sich sagen möchte. Und dann steckt dann auch sowas drin, wie zum Beispiel, wie habe ich Erfolg in dieser Welt? Ne? Wie ist das mit Perfektionismus beispielsweise? Dann steckt drin Kritik am Marketingwesen, wenn man genau hinguckt. Ja. Ne? Dann steckt natürlich ganz klar drin Kritik an Wissenschaft an sich. Also wie ist das mit Regularien? Wer überwacht die? Das sind übrigens eine der besten Szenen in der Serie, muss ich gestehen. Und auch so ein bisschen Kritik an Großkonzernen, wenn man daran denkt, wie er später, was für ein Geschenk er auch bekommt und warum. Ja. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Da steckt da halt alles drin, ist aber nie so wirklich durchdacht. Und mein größtes Problem an der Serie sind zwei Dinge. Das erste ist, ich gebe dir vollkommen recht, die Grundidee ist einfach der Wahnsinn. Und ich finde das immer noch sehr faszinierend, in zweierlei Hinsicht. Zum einen natürlich der Klon, also beziehungsweise der Klon an sich, ne? Und natürlich auch die Miles Nummer 1, der ja überlebt hat. Und dann feststellt, okay, es gibt jetzt ein doppeltes Ich von mir. Wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich denn nun? Ne? Aber auch viel interessanter finde ich den Klon, der ja dann feststellt, er ist vor ein paar Tagen noch, hat er noch nicht existiert. Ja. Er hat aber jetzt ein Bewusstsein, er hat Erinnerungen, die nämlich nicht seine sind. Das heißt, was bedeutet das für das Ich an sich? Was bedeutet das für Realität, für Wahrnehmung, für Erinnerungen, ne? Für die Zukunft, für das Denken, für die Menschheit an sich? Und das wird alles an vielen Stellen eher zu kurz gedacht und verrennt sich dann in dieser Dreiecksbeziehung. Und dann hatte ich auch wirklich ein Problem damit, wie die Serie erzählt wird. Mit diesen jeweiligen Perspektiven pro Folge. Ja, mein größtes Problem ist, ich sage, im Prinzip gibt es ja 3 wichtige Figuren. Das ist einmal die beiden Miles. Und seine Ehefrau Kate. Genau. Und ich fand alle 3 nach ungefähr 2-3 Folgen schon total ausgelutscht und total langweilig. Ja. Das war für mich das größte Problem. Diese Fragen, die Serie eigentlich stellt. Ich hatte auch irgendwann das Gefühl, es interessiert sie gar nicht mehr so richtig. Ja, die haben sie vergessen scheinbar. Ja, wirklich total vergessen. Und was ich halt total schade finde, die hat, diese 2, sind das Koreaner oder Japaner? Also diese Betreiber. Eigentlich sind es Amerikaner. Eigentlich sind es Amerikaner, genau. Das ist eine sehr schöne Szene. diese Betreiber von diesem Massagespa, das sind total interessante Figuren. Und auch interessant ist seine, also Miles Halbschwester Maya, die auch so 2-3 gute Szenen hat. Ach, stimmt, ja. Und das fand ich so schade, weil von diesen Figuren hätte ich mehr erfahren. Also diese Figuren, da habe ich mich immer gefreut, wenn sie in der Szene waren und habe dann immer so ein bisschen so gelangweilt gestöhnt, wenn es dann wieder Miles und Miles ging. Und das ist halt schon ein schlechtes Zeichen für eine Serie, die halt um 2 Klone geht oder um einen Klon und seinen, wie heißt das, sein Wirt, sein Ursprung, ja. Das ist halt
unglaublich schade. Ich weiß nur, als ich die letzte Folge halt beendet habe, und dann kommt hier immer so dieses Kästchen bei Netflix, so Daumen hoch, Daumen runter. Und dann habe ich mir wirklich so diesen Daumen, der so in der Mitte ist, gewünscht, weil stimmt, ja. Ich kann nicht sagen, dass ich hier jetzt wirklich schlecht fand. Da gab es auch jetzt in Folge 4 und 5 immer mal wieder schöne Momente. Mit einer der schönsten oder besten Momente ist, als Miles mit so einem alten Mann spricht, ja, und wo er ihm halt erzählt, etwas über das Lügen erzählt, was eine ganz tolle Szene ist. Aber es reicht halt nie wirklich aus, um diesen Sprung zu schaffen, dass man diese Serie halt wirklich länger in Erinnerung hat. Ja, also wenn wir diesen Podcast nicht heute aufgenommen hätten oder erst in 3 Wochen, glaube ich, hätte ich von der Serie nichts mehr sagen können, außer da ist halt zweimal Paul Rudd da. Ja, genau, also so geht mir das auch. Ich glaube, Menschen, die halt Paul Rudd auch gerne sehen, die werden da ihren Spaß dran haben. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, es gibt ganz viele Szenen zwischendurch, die sehr gut sind, aber dann wird's auch echt lahm zwischendurch tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob sie noch eine zweite Staffel machen werden. Keine Ahnung, bestätigt ist darüber noch nichts. Ja. Wenn, dann müssen sie aber wirklich nochmal ordentlich einen drauflegen und entweder diese Welt nochmal größer machen, ne? Weil dieses Klon oder diese Firma und sonstiges wird ja gar nicht beleuchtet. Oder nochmal tiefer einfach in diese Charaktere einsteigen, wobei ich da eher nicht die Hoffnung für habe, wie die erste Staffel geendet hat. Glaube ich auch nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn jetzt die Ankündigung kommt, okay, wir drehen eine neue Staffel, ist natürlich immer die Frage, ob Paul Rudd da Zeit hat. Der ist ja sehr eingespannt, der ist ja Ant-Man, das darf man nicht vergessen. Genau. Aber ich sehe da aktuell jetzt auch keinen Grund für mich, die zweite Staffel jetzt nochmal zu gucken. Also wenn sie dann eines Tages da ist, klar, wenn die Folge wieder, also eine Folge wieder 20 Minuten geht, klar, dann gucke ich da mal rein. Aber leider Gottes ist Living With Yourself für mich so eine astreine Schulterzuck-Serie. Also es ist nicht schlimm, es ist nicht schlecht, es ist halt leider ziemlich egal. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was man zu einer Serie mit der Idee sagen kann, dass einem das ziemlich egal ist. Eine Frage habe ich tatsächlich noch, ja, die ich nicht beantworten konnte, als ich es geguckt habe. Und zwar, klonen die Person mit verbesserten Genen oder nicht? Das war mir nämlich nicht so ganz klar, weil ich hatte eher das Gefühl, dadurch, dass man diese Menschen, das ist ja wie Babys im Prinzip, ne, der Körper, und dass sie deswegen so gut sind, dass er deswegen besser gucken kann beispielsweise, sich besser konzentrieren kann beispielsweise, weil der Körper neu ist. Nicht, weil er verbessert wurde. Das ist eine Frage, die man, glaube ich, in der zweiten Staffel beantworten könnte. Ja. Ja, aber ich habe es jetzt für mich so einfach verstanden, dass es halt irgendwie Hightech, die wir nicht verstehen und die auch nicht genauer erklärt wird. Das muss ja auch nicht erklärt werden, das ist ja auch in Ordnung, genau. Man sieht ja auch die eine Person, die dann rauskommt und sagt so, hey, ich habe das zum 5. Mal gemacht. Und das gab mir auch so ein Indiz so von wegen, okay, das ist eher was man öfter mal einfach machen muss, tatsächlich. Ja. Sich umbringen. Übrigens, es kommt ja auch irgendwie raus, dass sie normalerweise die Leichen auch zerhacken und irgendwie in Säure auflösen. Ja, wo genau. Wo ich mir auch dachte, okay, wenn das eine HBO-Serie wäre, hätten wir das wahrscheinlich gesehen. Auf jeden Fall. Ja. Gut, also würde ich sagen, es ist schwer, aber also ich kann keine Empfehlung aussprechen, außer halt Paul Rudd-Fans gucken da auf definitiv rein, aber wer jetzt glaubt halt, das ist eine Prämisse, die könnte jetzt von Charlie Kaufman kommen und ist wahrscheinlich genauso genial wie seine Filme, da kann ich nur sagen, sorry, that's not the fact. Genau, da wird man definitiv enttäuscht, wie es bei uns einfach der Fall auch ist. Ja. Ich würde sagen, wir sollten das Leben mit uns selbst jetzt mal beiseite schieben und uns um eine andere Serie kümmern. Ja, auch noch später. Ja. Genau, soll ich mal? Ja, bitte. Okay, ich bin ja ein Kind des Jahres 1986. Du Jungspund. Und neben meiner Geburt gab es da ein großes Ereignis in dem Jahr. Also ich glaube, es gab mehrere, aber das war so, glaube ich, das, was heute auch am prägnantesten ist. Und zwar Tschernobyl. So. Und ich glaube, es gab kein kleineren Hype dieses Jahr im Serienbereich als genau die Miniserie dazu, die in 5 Folgen, 6 Folgen, ich weiß es gerade nicht mehr, ich glaube es sind 5, ne? Genau, einfach die Geschichte
sagen wir mal, relativ nah, aber auch lose nacherzählt, was in den Stunden rund um vor der Explosion, nach der Explosion und quasi im Fortlaufenden die Konsequenzen passiert ist. Und genau, die lief auf Sky. Da habe ich sie geguckt und das war wieder ein Hass, muss ich sagen. Weil ich glaube, ich wurde zweimal rausgeworfen bei den Folgen und die Auflösung hat wieder rumgespackt wie sonst was. Aber ich konnte es letztendlich gucken. Also ich kann so viel sagen, ich habe mir die erste Folge angeguckt bei Sky. Da hatte ich noch Sky. Mittlerweile habe ich kein Sky mehr. Und werde mir auch so schnell kein Sky mehr zulegen. Ja. Und da hatte ich ähnliche Probleme wie du, dass ich danach keinen Bock mehr hatte. Und dann war auch meine Sky-Zeit auch schon vorbei. Also meine Kündigung hatte ich halt schon geschrieben. Deswegen war ich dann auch raus. Und habe mir die Serie jetzt halt auf Blu-ray angeguckt. Die ist halt jetzt im Handel erhältlich. Und auf Blu-ray war die Auflösung immer tippitoppi. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das wäre wahrscheinlich auch die bessere Wahl gewesen, aber dann hätte ich noch ein bisschen warten müssen. Ich habe sie nämlich gleich zum Start geguckt. Ja. Gelaufen ist sie im Juni. Genau. Ab dem 11. Juni war sie auf Sky verfügbar. Und auf Blu-ray und DVD kam sie, glaube ich, erst im September, wenn ich alles täusche. Ich glaube, am 16. September, ja. Und ich muss ja auch gestehen, ich meine, ich bekomme diese Hypes ja auch mit. Und manchmal geht's aber nicht anders, dass man eben warten muss. Und war aber trotzdem jetzt ganz schön, die relativ in einem, nicht in ganz in einem Rutsch, aber innerhalb von ein paar Tagen so durchzugucken. Mhm. Deswegen, wenn ihr euch jetzt gefragt habt, warum machen Thomas und der Olle Stu keine, wir haben nicht früher einen Chernobyl-Cast gemacht, das war meine Schuld. Es tut mir leid. Ja. Ja, tut mir wirklich leid. Genau, Regisseur der Miniserie ist Johan Renck. Johan Renck, es ist ein Däne. Johan Renck, okay. Ja. Genau, der ist in vielfach im Serienbereich unterwegs, wenn man sich so die Vita anguckt und springt auch gerne so von Serie zu Serie. Mhm. Also hat Breaking Bad hat er ein paar Folgen, Walking Dead hat er ein paar Folgen, Vikings hat er ein paar Folgen, Bloodline, die Miniserie Last Panthers und jetzt quasi dann diese Miniserie. Interessanter finde ich aber tatsächlich, wer die Idee dazu hatte. Ja, wer die Idee hatte, wer das die Serie erschaffen hat, wer die ganzen Drehbücher geschrieben hat, das ist nämlich ein Herr namens Craig Mazin. Und das ist, also seine jetzt hau's raus. Seine Drehbuchvita zu lesen, ist halt, und man, also ich, okay. Er hat unter anderem die Drehbücher geschrieben zu Scale Movie 3, Scale Movie 4, Hangover 2, Hangover 3 und Huntsman and the Ice Queen und als Sahnebonbon noch obendrauf hat er auch den Film Superhero Movie inszeniert. Ja. Ich bin ehrlich, als diese ersten Lobesbekundungen über Tschernobyl reinkamen und immer wieder habe ich den Namen Craig Mazin gelesen. Dann habe ich mal geguckt, wer ist das denn? Und bin auf seine IMDb-Seite gelandet und dachte, okay, die haben sich vertan. Ja? Und das ist, du weißt, diese alte Redenswendung, never judge a book by its cover. Das passt auf Craig Mazin halt perfekt. Weil ich habe mir jetzt auch die letzten paar Tage, als ich mit der Serie fertig war, Interviews mit ihm durchgelesen. Und das scheint echt ein sehr cleverer Mann zu sein. Und dann frage ich mich halt wirklich, wow, warum haben sie mir erst jetzt so ein Projekt gegeben? Oder ganz ehrlich, oder wie kann ich mir das vorstellen? Bei HBO, ja, die Chefs sitzen da in ihrem Roundtable und überlegen, was machen sie denn? Und dann kommt der Drehbuchautor von Scale Movie 4 durch die Tür und sagt, Leute, ich mache eine Miniserie über Tschernobyl. Und die HBO-Leute sagen, okay. Genau. Oder die haben gedacht so, hey cool, dann haben wir mal so eine Comedy-Serie im Programm. Ja, genau. Ja, aber Tschernobyl ist, glaube ich, die absolute Antithese zu Comedy. Genau, es gibt nichts zu lachen bei. Ne? Und jetzt mal auf die Serie selbst zu sprechen zu kommen. Ich gucke viele Serien mit meiner Frau zusammen. Mhm. Und immer wenn die sagt, boah, ich kann nicht, ich gucke das nicht weiter, sind das Inhalte, die so emotional dramatisch sind, dass sie das Gefühl hat, das ist so real und so so nah bei ihr, dass sie das nicht ertragen kann. Und das war bei dieser Serie der Fall. Und das heißt schon immer viel. Ja. Und ich kann das tatsächlich so unterschreiben und hatte beim Gucken mehrfach das Gefühl, boah, Alter, das ist unfassbar, was da damals gelaufen ist. Und was sich auch immer wieder irgendwie an anderen Stellen
wiederholen könnte. Ja. Beziehungsweise mit Blick natürlich nach Fukushima auch hat. So. Und also das ist, boah, genau. Also, ich bin ja 3 Jahre älter als du. Ich verbinde mit Tschernobyl als allererstes immer so einen Bericht aus der Sendung mit der Maus. Ja. Und da haben sie darauf angegangen, warum man halt eben keine, nicht irgendwelche Sachen pflücken sollte oder so. Aber ich kann mich nicht dran erinnern an den, also ich war 3 Jahre alt, was also passiert ist. Also habe ich jetzt keine Erinnerung mehr dran. Aber jedes Mal, wenn es halt heißt Tschernobyl, denke ich halt immer nur so, ah ja, da ist halt irgendwie was in diesem Reaktor schiefgelaufen. Ja, und da mussten sie halt irgendwie eine Hülle drumrum bauen. Aber ansonsten sind sie noch einigermaßen glimpflich davongekommen. Und dann guckst du dir halt eben diese Serie an und du realisierst erstmal, dass praktisch vor deiner Haustür vor knapp 30 Jahren, was ja in dieser Atom, also für Atome nenne ich es mal, ja wirklich eine Sekunde ist, was da passiert ist. Und du und ich habe dann wirklich so realisiert, holy fuck, wir sind also wirklich ganz knapp von einer Katastrophe, also wir sind einer Katastrophe entgangen, die für uns alle, also das, ich will mir das gar nicht ausmalen. Ich glaube, wenn Tschernobyl, also wenn dieser Tschernobyl-Fall noch schlimmer gewesen wäre, und der war schon schlimm, ich glaube nicht, dass wir beide jetzt hier sitzen würden und skypen würden. Genau. Weil, also ich habe mich vor ein paar Jahren schon sehr intensiv mit dem Thema Tschernobyl beschäftigt und viel nachgelesen gehabt. Ich glaube, da gab es auch damals eine Doku passend dazu, deswegen hatte ich das gemacht gehabt. Und man muss halt wissen, dass nach dem Unfall, der halt technisch bedingt war und also auch menschliches Versagen dabei, also eine Mischung aus beiden, weil halt Systeme, die eigentlich das hätten verhindern sollen, nicht drin waren und trotzdem darauf hingewiesen worden ist, dass sie nicht drin sind und hätten rein müssen. Das aber natürlich von der sowjetischen Regierung dann immer gesagt worden ist, wir haben hier keine Schwächen in unserem System, wir sind hier perfekt. Ne? Und deswegen ist es dazu gekommen und dadurch, dass der Reaktor dann ja hochgegangen ist und das ganze nukleare Material dann auch in die Luft, in die Atmosphäre und hunderte Kilometer weiter auch registriert worden ist, hat der Reaktor selber noch gebrannt, also die Brennstäbe, ne? Und es hat sich so durchgefressen durch den Boden und dadurch, dass Löschwasser unten gewesen ist, hätte es zu einer thermonuklearen Explosion kommen können, wenn sich das weiter durchgefressen hat. Das wird ja auch in der Serie mehrmals dann thematisiert. Und das hatte ich damals schon gelesen gehabt und fand das so bedrückend, weil das hätte dazu geführt, dass halt die halbe Ukraine quasi für immer verseucht gewesen wäre. Ja. Also nicht nur der Bereich, der jetzt verseucht ist, sondern tatsächlich, also so eine Riesenexplosion, eine riesen thermonukleare Explosion einfach. Und dann wäre alles weg gewesen. Da muss ich aber gleich auch sagen, und das macht die Serie tatsächlich auch, gibt es natürlich auch viele Mythen und Geschichten rund um Tschernobyl. Und eine, die ich damals auch gelesen hatte, ich bin zumindest sehr der Meinung, dass ich sie gelesen habe, war, dass die Taucher, die da runtergegangen sind und die Ventile geschlossen haben, damit das Wasser da nicht mehr ist, ne, dass die alle innerhalb kürzester Zeit tot waren. Und ich habe es ja jetzt natürlich schon ein paar Monaten geguckt und ich bin der Meinung, es wird auch nur kurz erwähnt, dass die eine relativ schlechte Überlebenschance haben. Ja. Danach werden sie aber nicht mehr gezeigt, richtig? Nee, aber in der letzten Folge gibt es halt so Erklärungstexte. Genau. Und da wird, glaube ich, gesagt, dass einer gestorben ist und zwei leben noch oder andersrum. Genau. Und deswegen, also der Rest des Teams lebte tatsächlich noch, obwohl man das irgendwie anders erwarten würde. Und so gibt es halt ganz viele Dinge. Und die Serie macht historisch gesehen sehr, sehr viel einfach korrekt und richtig. Ja. Ne? Ist es aber trotzdem eine Serie und das darf man dann nicht vergessen. Klar, also ich habe auch irgendwo gelesen, es gibt ja in der ersten Folge und ja, wir werden jetzt hier einfach spoilern, also seit Clip Art. Spoiler. Gibt es ja diesen Helikopterabsturz, der ja auch, glaube ich, fiktiv sein sollte. Ja. Was mich jetzt nicht stört. Ja. Genau, also mich hat das auch nicht gestört. Ja. Weil die Serie halt einfach so unglaublich beklemmend und überzeugend ist, in dem, was sie erzählt. Und das erreicht sie dadurch, dass sie eigentlich relativ nüchtern ist. Also ich finde, es wird eigentlich fast nichts überdramatisiert. Ja. Es gibt eine Szene, wo sie diese Graphitreste auf diesem Dach räumen. Und weil die sowjetische Regierung irgendwie die offiziellen Zahlen nicht rausgibt, haben sie halt nur irgendwie von der deutschen Polizei so einen Roboter bekommen, der nicht funktioniert.
Und dann müssen halt die irgendwelche Soldaten in irgendwelchen Schutzwesten das machen und sie dürfen irgendwie nur 90 Sekunden auf dem Dach bleiben. Genau. Und alleine wie die da rumstolpern und versuchen wirklich diese Graphitblöcke da wegzustemmen, ist zum einen unglaublich spannend und packend und ja, sie generieren auch so eine Art Spannungsmoment, dann wenn dann es heißt, okay, die Zeit ist um, wir müssen zurück und der eine klemmt sich da mit dem Bein so ein. Ja. Aber gleichzeitig ist es auch sehr sachlich, ja. Genau. Und das ist so eine Kombination, die einfach unglaublich gut aufgeht, weil du halt zum einen als Zuschauer, sagen wir, wie es ist, auch gut unterhalten wirst, ja, aber es macht ja auch jederzeit klar, das ist halt kein Spaß, das ist halt wirklich so und Gott verdammt, wir sind kurz vor knapp vor einer gigantischen Megakatastrophe entgangen. Ja. Ohne aber die Opfer deswegen zu diskreditieren, denn das muss ja auch gesagt werden, da sind echt unschöne Szenen drin. Mhm. Ja? Genau. Was, also das gleich zu Beginn ja auch, nachdem der Reaktor dann ja explodiert ist, ne, und die ersten Feuerwehrkräfte dann hinfahren, das ist auch noch so eine krasse Naivität da drin, ne? Ja. Also in der Bevölkerung, in den Verantwortlichen, die immer alles runterspielen und sagen, es ist überhaupt nicht schlimm und natürlich könnt ihr da rangehen und das Feuer löschen. Das passiert überhaupt nichts. Und der größte Teil von den ersten Feuerwehrmenschen, die da auch, Feuerwehrleuten, die dann da waren, ne? Die sind halt auch tatsächlich alle relativ schnell innerhalb kürzester Zeit gestorben. Und nicht nur gestorben, was ich auch sehr gut finde, dass sie das auch mit reingenommen haben in diese Serie, sondern sie sind verblutet, auseinandergelaufen in dem Sinne, weil sich ihre Gene zersetzt haben. Und das zeigen sie dementsprechend auch. Ne? Und ich glaube, der größte Kult, der sich auch so ergeben hat, war auch durch eines der berühmtesten Zitate aus dieser Serie, die ja mittlerweile so einen Popkulturcharakter hat. Und zwar 3,6 Gründen, ne? Ja. Nee. Nicht großartig, ist aber auch nicht schlecht, ne? Und dann dieser General, der übrigens auch ein Kriegsheld war aus dem Zweiten Weltkrieg, der dann ja persönlich hinfährt und nochmal abcheckt, wie es denn wirklich ist. Genau, und also es gibt so ganz viele, trotz dieser nüchternen Art, nüchternen Inszenierung auch, und die Inszenierung ist auch wunderschön teilweise. Also, ja. Also erschreckend schön. Ne? Also wobei, sie haben es auch gut eingefangen, es sieht halt einfach schon nach Sowjetunion aus. Ne? Es ist halt, also nicht, es ist nicht übermäßig schön, aber es stimmt schon, da sind schon ein paar Aufnahmen dabei, die sind echt schön. Also zum Beispiel diese sogenannte Brücke des Todes, wie sie ja heißt, genau. Wo ja nach diesem Unfall da Leute auf der Brücke standen, das dazugeguckt haben und all diese Leute sind halt danach gestorben. Das sind schöne Szenen und ich muss auch gestehen, es hatte teilweise, ohne es jetzt despektierlich zu meinen, auch ein bisschen was von einem Horrorfilm, ja, von so einer Art von Suspense, weil du weißt, was passieren wird, ja. Ja. Und du willst den Figuren ja manchmal echt zurufen, mach es nicht, zum Beispiel diese junge Frau, die schwanger ist. Die in dem Krankenhaus, ja. Genau, die ihrem sterbenden Mann umarmt und sie ist schwanger und du weißt, mach es nicht. Mhm. Aber gleichzeitig kannst du es auch verstehen, warum sie es macht, ne? Genau. Also sagen wir es so, es ist keine Feelgood-Serie, da, das stimmt schon. Ja. Und was ich auch sehr gut finde, die Charaktere machen auch starke Wandlungen durch. Ja, ja, ich muss gestehen, die beiden, ich will nicht sagen Hauptfiguren, aber einmal der, oh Gott, Valery Legasov und dieser Boris Tscherbina, ja, gespielt von Jared Harris und Stellan Skarsgård, das ist schon, also, das ist schon schön zu sehen, wie der ihre, naja, nicht Freundschaft, aber Kameradschaft wächst. Mhm. Ja, gerade halt in der ersten Folge, wo ich halt noch der Figur von Stellan Skarsgård den Tod gewünscht habe, wenn er dann so sagt, so flieg mal mit dem Helikopter direkt über die Anlage rüber. Wird schon nichts passieren. Wird schon nichts passieren, ja. Und was ich aber diesen Figuren auch gut finde, wie sie sich in diesem politischen System bewegen. Ja, also, dass sie an vielen Stellen, also vor allen Dingen natürlich auch der ist halt gucken muss, wie agiert er politisch. Mhm. Dann aber irgendwann realisiert, irgendwie funktioniert es aber trotzdem nicht und ich kann jetzt auch nicht mehr. Ne? Und irgendwann wird es halt auch mal Zeit für die Wahrheit tatsächlich. Und am Ende ist ja dann diese Konsequenz ja auch eines von diesen Scheinverhandlungen. Ja. Nenn ich es mal, ne?
wo dann trotzdem ja die Wahrheit mehr oder weniger mit auf den Tisch kommt. Und das fand ich auch sehr bewegend, auch auf einer sehr nahen menschlichen Ebene. Ja, das stimmt. Und es, was halt eben auch so brutal ist, jetzt nicht grafisch, aber wie von den Behörden mit Menschenleben umgegangen wird. Ja. Ne? Und das Schlimme ist ja, dass in einer Situation man auch versteht, okay, es gibt jetzt aktuell keinen anderen Weg. Zum Beispiel diese Bergarbeiter, die ja irgendwie unter die Anlage da buddeln, weil sie Angst haben, dass das ins Grundwasser gerät, was ja eine Chance von 50-50 sind. Wir wissen mittlerweile, es ist nicht passiert, aber trotzdem, jeder vernünftig denkende Mensch hätte auch so gehandelt, ja. Aber ja, du weißt halt, die schicken wirklich diese Leute in den sicheren Tod. Und das ist echt hart. Ja. Genau, und die waren sowieso, die hatten mit die besten Szenen, muss ich sagen. Ja. Also gerade wenn es so um Regimekritik geht, weil ja dann dieser schnieke Typ von der Regierung ankommt und sagt so, ey Leute, jetzt kommt ihr mal mit, ne? Sonst schieße ich euch ab. Ja. Und die dann so, ja, mach doch. Ja. Da sind 30 Kugeln drin, wir sind mehr als 30 Mann. Genau. Und guck mal, wie weit du kommst. Ja. Ne? Das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Genau, und die hatten auch natürlich, haben die sich auch nicht verkackeiern lassen. Was ja gut und gerne bei solchen Regimes natürlich auch passiert, ne? Dass sie dann denken, wir können die Bevölkerung auch ein bisschen verarschen und so tun, als ob alles nicht so schlimm wäre. Aber die Menschen sind ja nicht blöde. Ja, und vor allem, dass sie halt auch viel zu spät halt evakuiert haben, ne? Ja. Das ist, also ganz ehrlich, wer jetzt nach Tschernobyl immer noch pro Atomkraft ist, ich weiß ja nicht so recht. Ja. Ach ja, das ist ja wieder ein großes Streitthema tatsächlich. Ja. Ich glaube, dieser Film hat schon, das können wir kurz aufmachen, weil ich das interessant finde. Mhm. Ich glaube, dieser Film hat schon nochmal dazu geführt, dass diese Diskussion nochmal verschärft wurde, so gesellschaftsbreit, würde ich jetzt mal denken, ne? Also ja, ich kann es nicht politikwissenschaftlich jetzt beweisen, weil ich keine Interviews geführt habe, etc. Aber so vom Gefühl her würde ich schon sagen, dass es nochmal ein sehr großes Standing jetzt gebracht hat, um darüber nachzudenken, ob das tatsächlich eine zukunftsfähige Technologie ist. Mhm. So. Und natürlich gibt es Reaktoren, die mittlerweile natürlich auf einem ganz, ganz anderen Level agieren. Aber sie sind trotzdem Reaktoren, sie sind trotzdem anfällig, sie produzieren trotzdem Strahlung. Und selbst wenn es moderne Reaktoren sind, die nur spaltbares Material für mehrere hundert Jahre hinterlassen, sprechen wir immer noch über spaltbares Material, das tödlich ist für mehrere hundert Jahre. Und das kann auf lange Sicht auch keine Lösung sein, darauf zu setzen und einfach zu sagen, die nächsten Generationen kümmern sich schon um den Müll. Ich glaube zumindest, dass wir in den nächsten 50 Jahren keine HBO-Serie sehen werden, wo es um eine Katastrophe geht, die ausgelöst worden ist, weil eine Solaranlage falsch ist. Also, wer weiß. Die neue HBO-Event-Serie. Windpark. Ja. Genau, das wollte ich einfach noch mal aufmachen, einfach, weil ja da gerne sehr, also gerade bei uns in Deutschland ja sehr krass drüber gestritten wird auch. Übrigens eine kleine Filmempfehlung an dem Punkt. Es gibt einen südkoreanischen Katastrophenthriller, 2016 kam der raus, der heißt Pandora. Und da geht es auch um einen Reaktor, der explodiert. Und wenn man sich die Bevölkerungsdichte von Südkorea anguckt, da erreichst du mit einem Steinwurf mehrere Millionen Menschen, dann kann man sich halt vorstellen, wie das halt gewesen wäre, wenn Tschernobyl in so einer Region passiert. Ja. Und den fand ich auch sehr, der ist natürlich auch sehr pathetisch, klar, ne, das gehört auch irgendwie dann mit dir mit dazu. Aber der zeigt auch sehr drastisch, was so Konsequenzen daraus sind, wenn so Evakuierungsbefehle für 7 Millionen Menschen kommen. Ja. Was mir noch zu denken gibt, also wir sind hier, also die vierte Folge. Mhm. In der vierten Folge, die ich sehr schätze, weil da Fares mitspielt, ein dänischer Schauspieler mit einer sehr großen Nase, den ich aber sehr schätze, geht es unter anderem darum, dass in Pripyat, wie heißt es? Also diese Ortschaft, die da evakuiert wird, dass halt die, Pripyat, ja, und dass die Haustiere halt umgebracht werden müssen, weil sie verstrahlt sind. Und dann sind halt da so Soldaten halt, die halt eben auf Hund und Katz halt Jagd machen. Und was ich ein bisschen seltsam finde,
ich habe ganz oft gehört von Leuten, die gesagt haben, das war der Moment, wo sie die Serie nicht mehr sehen konnten, wo sie ausgemacht haben, weil da halt eben wehrlose Hunde und Katzen erschossen wird, was man nicht sieht. Man hört es halt nur. Ja. Wo ich mir immer dachte, ja, aber du hast halt vorher noch ganz andere grausame Sachen gesehen und das ist euch dann egal gewesen. Das finde ich immer ein bisschen seltsam. Ja. Und zu der Zeit haben schon hunderttausende Liquidatoren, so wurden sie ja genannt, ne? Teilweise freiwillige, teilweise nicht freiwillige Menschen aus der Sowjetunion dahingekarrt, ne? Die dann halt diese ganzen Schäden und die ganzen Strahlungsbelastungen und sowas alles beseitigt haben, beziehungsweise versucht haben. Ja. Und da sind ja auch, also viele Strahlenopfer einfach entstanden, viele Tote auch, ne? Und das ist natürlich witzig, dann zu sagen, okay, aber jetzt kommen die Hunde und Katzen dran, also das geht gar nicht. Also nicht falsch verstehen, ja. Ich fand das auch total grausam und nicht schön anzugucken. Mhm. Aber ich beobachte es halt ganz oft, dass Leute da irgendwie so eine Abwägung haben, die ich einfach nicht gutheißen kann. Wo ich mir dann immer denke, was stimmt denn mit euch nicht? Also so Situationen, so, es ist okay, wenn wir halt sehen, wenn 50 Menschen umgebracht werden, aber sobald der Hund irgendwie eine Aue an der Pfote hat, geht das zu weit. Ja. Ich finde, beides geht zu weit. So. Also, aber wie gesagt, bitte verstehe nicht falsch, ich will jetzt hier nicht Gewalt gegen Tiere gutheißen, ja? Ne, ja. Aber bei sowas denke ich mal immer, es ist irgendwie so seltsam, weil die Serie davor auch schon sehr deutlich macht, wie grausam und schlimm das ist für alle. Und es tut mir leid, aber mir tut halt letztlich ein Mann, der wirklich vor den Augen seiner Frau zerfällt, halt einfach ein bisschen mehr leid als Hunde, die erschossen werden. Du magst Hunde nicht. Nein. Ich mag Hunde, ich mag Katzen. Okay, danach hört es auch auf, als der andere geht auf die Wiese. Aber ja? Was ich bei der Serie noch sehr, sehr gut finde, ist, dass sie wirklich so chronologisch durchgeht. Ja, das war großartig. Und dieses Stichwort Konsequenzen sehr, sehr in den Mittelpunkt stellt. Ne? Also du hattest ja vorhin auch schon gesagt, es gibt ja eigentlich keine richtigen Hauptprotagonistinnen und Protagonisten. Und ja, das würde ich auch bekräftigen. Und das finde ich auch gut, tatsächlich, dass immer so sequenzartig wichtige Dinge erzählt werden. Ne? Und es ist immer eine Form von Konsequenz. Was passiert daraus? Was müssen sie dann tun? Was hat das für Folgen? Und das zieht sich ja durch diese ganze Serie dann so durch. Und das fand ich wirklich auch erzählerisch sehr raffiniert gelöst. Ja, also ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich irgendwie Fragen hätte noch übrig, weißt du? Dass ich irgendwie, was war das denn jetzt? Gar nicht. Und vor allem, wenn eine Serie so an mehreren Handlungsorten spielt oder halt mehrere Figuren hat, das kennst du wahrscheinlich auch, dann gibt's halt eben diese eine Figur, diesen einen Handlungsort, den man bevorzugt. Und wo man immer wieder hin will und immer enttäuscht ist, wenn die Serie dann sagt so, nein, jetzt erzähle ich euch noch eine andere Geschichte oder von der anderen Figur. Und Game of Thrones. Ja, genau. Ja? Oder Walking Dead oder gibt's unzählige Beispiele, ja. Und bei Tschernobyl war das bei mir gar nicht so. Ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass mich der Craig Mazin wirklich relativ behutsam an die Hand nimmt. Und mir vor allem Sachen erklärt, ohne aber zu didaktisch zu sein. Ich hatte nicht das Gefühl, das ist so eine Art Lehrstunde jetzt. Das war wirklich gut und aber informativ erzählt. Und das ist eine Kunst, finde ich. Und auch technisch sehr versiert auch einfach. Ne? Also wer die Serie gesehen hat, weiß auch technisch, was passiert ist. Und das kannst du dir natürlich auch autodidaktisch irgendwie bei Wikipedia anlesen, aber ich glaube, letztendlich denkst du dir dann trotzdem so, hä, what? Und das schafft die Serie wunderbar. Sogar bis hin zu, wir setzen einen Roboter ein, um das Problem zu lösen. Mhm. Der wird aber durch die Strahlung auch zersetzt und ist dann nicht mehr funktionsfähig. Ja. So, und das ist schon ziemlich cool gemacht. Ja. Und selbst wenn es gibt halt schon Dialoge, wo man schon merkt, okay, die sind jetzt nur dafür da, um dir etwas zu erklären, aber sie werden halt geführt von Figuren, die dir nicht egal sind, wie zum Beispiel diesen Valery Legasov, wunderbar gespielt von Jared Harris, sowieso top, also ich habe keinen einzigen Schauspieler gesehen, der mich nicht überzeugt hat. Ja, das stimmt, ja. Das muss gesagt werden, ja. Und selbst wenn es halt diese, nennen sie mal Expositionsmonolog oder Dialoge gibt, sie werden halt immer hervorragend vorgetragen. Und es wurde der Serie ja durchaus kritisch angekreidet, dass sie halt eben keine russischen Darsteller genommen haben. Aber ich fand, für mich als Westler
war der Einstieg irgendwie so leichter. Mhm. Ja? Aber muss ja nicht lange warten, weil Russland hatte angekündigt, seine eigene Version davon zu drehen. Ja, stimmt. Also werden wir, glaube ich, spätestens nächstes Jahr entweder eine kleine Miniserie oder einen Film dazu haben, wo du dann definitiv die russischen Darsteller und die russische Perspektive dabei hast. Ja, Spoiler, es war der CIA. Genau. Ja? Da bin ich echt schon gespannt drauf. Vielleicht können wir das dann auch gucken, nochmal einen Podcast zu machen. Ich habe ja das Gefühl, das wird dann so ein russischer Film, der in Russland erfolgreich sein wird und dann hier irgendwie bei Tag oder bei Nacht irgendwie auf Direct-to-DVD erscheint. Da gibt es ja genügend Beispiele, ne? Von so russischen Filmen, die hierzulande nur fürs Heimkino kommen, aber halt in Heimatland wirklich abgeräumt haben. Ja. Was ich absurd finde, also wirklich absurd finde, nicht die Serie selbst irgendwas da drin, sondern was die Serie auch noch hervorgerufen hat, also neben dem Schrecken, der jetzt noch realer einfach ist, neben den Dingen, die wir eh schon haben an Dokumentationen und sowas, ist der Anstieg an Dark-Touristen, also dieser Dark-Tourism, ne? Also die dann jetzt nach Tschernobyl fahren und per Instagram Live-Videos davon posten, wie cool es da ist. Ja. Also da habe ich null Verständnis. Also da hört's auf. Ich weiß nicht. Also das sind Dinge, die ich nicht mehr nachvollziehen kann. Ja, hat für mich fast schon denselben Stellenwert wie Selfies machen im Auschwitz. Also das ist so. Ja. Also ich finde es ganz interessant, wenn da halt professionelle Reporter da mal hingehen und das zeigen in einer richtig guten Dokumentation und Reportage. Da bin ich absolut d'accord. Aber zur Selbstdarstellung sich in Tschernobyl hinzustellen und sagen, boah, voll die Geisterstadt. Ich wüsste, was ich jetzt sagen könnte, aber ich möchte, dass dieser Podcast mal nicht explicit wird. Deswegen lassen wir das besser. Okay. Aber ich wollte es halt trotzdem mal angesprochen haben, das auch mit dieser Serie zusammen. Wobei man auch sagen muss, das war ja schon früher Thema, dass diese, wie nennen sie sich gerne, Urban Explorer oder Urban Explorer dahin gehen. Und da wurden auch ganz viele Fotos wieder so von den letzten Jahren wieder hervorgeholt. Nichtsdestotrotz ist das schon sehr dämlich. Das ist eine neue Dimension dahinter. Hm? Ja, also ich weiß nicht, so Sohn, hier hast du ein Foto von deinem Vater, da war ich in Tschernobyl. Weiß nicht. Macht lieber Selfies auf dem Oktoberfest oder so. Das ist auch eine ganz neue Art, auch eine Art der Unmenschlichkeit, aber eigentlich vertretbar ist. Genau. Ja. Genau, also ich muss sagen, HBO hat dieses Jahr wieder abgeliefert. Ganz übrigens, klar. Die haben sich auch verdammt clever gemacht, weil die kamen ja wirklich kurz nach dem Ende von Game of Thrones. Und wir erinnern uns vielleicht noch dunkel, dass das Ende von Game of Thrones ja nicht so gut angekommen ist. Ja. Und dann kam Tschernobyl und nach 2, 3 Folgen waren alle im Tschernobyl-Fieber und haben HBO wieder gelobt. Stimmt, haben die echt clever gemacht. Das können sie. Aber ich glaube, insgesamt hat HBO dieses Jahr ganz schön gut geliefert, tatsächlich im Serienbereich. Ja. Ich werde mal, Ende des Jahres mache ich ja wieder meine Serienliste, also für alle auf Movie Break quasi, von Serien, die man vielleicht verpasst hat. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass da wieder 1, 2 HBO-Sachen drauf landen werden. Ja, wir wollen ja auch vermutlich Anfang Januar, wir beiden hübschen Nasen, auch mal so eine Art Best-of-Serie 2019 machen und also Tschernobyl ist da definitiv mit dabei und auch die Serie Barry, die dieses Jahr in die zweite Staffel gegangen ist. Die ich unbedingt noch anfangen möchte. Ja, ich warte ja auch noch, dass du die guckst, weil ich würde gerne mit dir gemeinsam über diese Serie reden und nicht alleine und du hörst zu. Ich glaube, dann muss ich aber wieder Sky anmachen, ich traue mich nicht. Ja, stimmt, das stimmt, da war das Problem. Ja, meinst du, Sky wird uns vielleicht unterstützen für den Podcast? Wir können mal fragen. Ja. Ja. Genau, vielleicht so abschließend noch mal 1, 2 Worte zu Tschernobyl. Also ich glaube, wer die dieses Jahr noch nicht gesehen hat, sollte sie unbedingt nachholen. Sie ist aber trotzdem harter Tobak, das darf man nicht vergessen. Also wer da irgendwie das Gefühl hat, boah, das ist mir jetzt echt zu krass, kann ich nachvollziehen. Weil Tod und Wahnsinn in vielfacher Hinsicht in dieser Serie so real wird, auch einfach.
Aber sie ist technisch sehr, sehr gut inszeniert, gedreht von den Kulissen her. Die Darstellerinnen und Darsteller sind echt hervorragend. Und der Inhalt ist das, was aber auch zählt. Und der hat so einen Impact, dass ich glaube, ich werde diese Serie niemals vergessen. Ja. Und das sagt schon viel aus. Das stimmt, weil du ja nicht gerade jemand bist, der wenig Serien guckt. Das stimmt, ja. Ja. Kann ich auch alles nur beipflichten. Grandiose Serie. Ich bin froh, dass ich sie jetzt endlich geguckt habe. Ich kann den Hype verstehen. Der Hype ist gerechtfertigt gewesen oder ist immer noch. Wie gesagt, gibt's auch Blu-ray und DVD. Ihr müsst nicht Skype abonnieren. Ihr könnt auch gerne jetzt irgendwie 12 Euro für die DVD ausgeben. Das ist auch okay. Und könnt die Serie dann dafür komplett ohne Unterbrechung und Ladeblume angucken. Ja. Oh. Okay. Dann wären wir schon durch mit uns. Ich wollte auch eins sagen schon. Ich muss ja gestehen, ich mag ja manchmal wirklich so Filme und Serien, die mich eben nicht mit so einem guten Gefühl entlassen, sondern die mir einfach auch mal einen ordentlichen Tritt in die Magengrube geben. Und wer sowas mag, Chernobyl ist euer Ding. Ja. Und danach am besten bei Netflix When They See Us gucken. Habt ihr ein gutes Doppelfeature, wirklich. Ja. Und danach hasst ihr die Menschheit. Ja, richtig. Willkommen in meiner Welt. Okay. Gut. Ich glaube, wir sind mit unseren beiden Serien durch. Ja. Ich habe jetzt zumindest für Chernobyl nichts mehr, außer guckt sie euch an, unbedingt. Genau. Ob es einen Spin-off namens Fukushima geben wird? Ich hätte jetzt pauschal gesagt nein, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ja. Und es gibt ja noch mehr Atomkatastrophen. Leider, ja. Ich wollte gerade eben sagen, juhu, und dann so, wäre falsch. Genau, also von daher könnte eventuell doch noch was kommen. Mal gucken. Genau, dann fange ich mal an mit dem obligatorischen. Du wolltest doch spoilern, was du guckst, ne, an Serien. Ach so, ja, das, okay, dann mache ich das als erstes, ja. Sonst hätte ich das jetzt noch ganz am Ende gestellt. Ich gucke gerade tatsächlich When They See Us. Und meine Frau hat wieder abgebrochen, die weiterzugucken mit mir. Yeah. Das ist von daher schon mal eine klare Empfehlung. Gucke nebenbei, so wie du, beziehungsweise du hast es schon durch, Final Space. Mhm. Und bin sehr begeistert, muss ich sagen. Oh, das also freut da mich. Dann, das wird, das da wird dann später mehr. Und Jack Ryan habe ich geguckt, die zweite Staffel. Da habe ich sehr, sehr viel drüber zu erzählen. Auch politisch vor allen Dingen. Oh, okay. Genau, also das sind so die Sachen, die jetzt, glaube ich, so erstmal am wichtigsten sind. Genau, und Rick and Morty. Ha. Ja, wir nehmen den Podcast hier am Sonntagabend am 24.11. auf und morgen früh kommt die neue Folge. Ja, die dritte. Ja, ja, Rick and Morty gucke ich natürlich auch. Ich fand die erste Folge der vierten Staffel echt gut. Die zweite fand ich dann ein bisschen enttäuschend, aber trotzdem noch saugut. Ich meine, es ist Rick and Morty. Ich gucke außerdem gerade die dritte und finale Staffel von 4 Blocks. Ist sehr gut, finde ich. Die zweite hatte ja so ein paar Defizite, aber die dritte ist wieder richtig stark. Ja, das sind gerade die zwei Serien, auf die ich mich stürze. Ja. Und dann noch eine andere Serie. Nee, stimmt. Die andere Serie, die ich natürlich noch nicht gucke, die kommt natürlich erst im März raus. Ja, die gucke ich auch nicht. Die gucke ich auf gar keinen Fall. Nein, März. Im März. Achso, ich habe noch American Horror Story Staffel 8 geguckt, da kann ich dann auch noch ein bisschen was erzählen. Ach hey, okay. Ja, furchtbar. Okay, genau, dann habt ihr quasi schon mal so ein bisschen, was demnächst noch kommen wird. Genau, und dann das Obligatorische. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare zum einen, ob ihr die Netflix-Serie auch schon geguckt habt oder gucken wollt, würdet mit Paul Rudd. Da würde uns einfach interessieren, was ihr darüber denkt und was ihr da so für so Gedanken habt. Und wenn ihr Chernobyl gesehen habt, dann natürlich auch gerne einfach mal so ein bisschen kommentieren, wie euer Gefühl nach der Serie war, nach diesen 5 Serienteilen. Genau, und ansonsten verbreitet wie gehabt die Kunde, wie Nelson von den Simpsons sagen würde. Das heißt, liked uns, teilt uns, folgt uns, kommentiert uns, empfiehlt uns. Wir haben es, glaube ich, verdient. Ich weiß es nicht. Hoffentlich. Genau, und das war's zumindest von meiner Seite. Ich wünsche euch schon mal bis zum nächsten Folge viel Serienspaß. Ja. Tschüss. Macht's gut. Bis denn.